Okay. So, herzlich willkommen bei unserem kleinen Vortrag zum besonders elektronischen Amalspostfach, dem BEA. Das ist der Felix, ich bin der Markus vom Chaos Darmstadt. Wir wollten ein bisschen was zum BEA erzählen. Das ist eine schöne Zeile aus dem Code. Start the shit, shitty, new start the shit. Spaß bei der Arbeit, auch bei Behördensoftware. Kennt ihr ja sicherlich alle. Was wir kurz machen wollen, wir wollen erzählen, was das BEA ist, was wir gemacht haben, was wir nicht gemacht haben, was wir gesammelt haben an Daten, was wir gesehen haben, was da drin ist und wie wir das gemeldet haben und eine kurze Q&A-Session am Ende. Falls ihr Fragen habt oder falls Dinge noch erklärt werden müssen, dann machen wir es einfach. Das sind unsere Daten quasi. Ich bin MD und FXRH erreichbar über Mail, Twitter, IRC. Kurz, das BEA ist ein besonders ein Anwaltspostfach, ein elektronisches, also quasi ein E-Mail-Konto. Das soll dafür da sein, dass die Anwälte Post bekommen können von den Gerichten und dass sie an die Gerichte elektronische Nachrichten verschicken können. Das Ganze soll sicher passieren, ist dann also quasi die E-Mail für Anwälte, bloß halt nochmal anders. Kurz zu den verschiedenen Playern, also da gibt es eine ganze Menge Abkürzungen und damit ihr wisst, wer da alles beteiligt ist, das BMJV, das ist das Bundesministerium für Justiz, die BRAC, das ist die Bundesrechtsanwaltskammer, das ist sozusagen die IAK für Rechtsanwälte, die müssen da alle Mitglied sein, das ist nicht freiwillig, sondern das ist halt zwangsweise und die müssen auch irgendwie Gebühren dafür bezahlen, also Umlagen. Dann gibt es die BLK-IT, das ist die Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik, sozusagen so eine Bund-Länder-Gruppe, die kümmert sich um IT-Standards zwischen den Ländern und dem Bund. Und die COSIT ist die Koordinierungsstelle für IT-Standards, die sitzt in Bremen, die macht halt auch Standards für Protokolle und Krypto im öffentlichen Raum. Dann gibt es noch ein paar Firmen, die Atos, die hat die Software gebaut von dem BEA und die ist auch für den Betrieb beauftragt. Die Firma Guvernicus hat dafür die Komponenten geliefert und hat das schöne Zert geliefert mit dem privaten Key. Die Capgemini berät die BRAC. Die SecondSight hat einen Pentest von der Software gemacht und nachdem das Ganze jetzt so vor die Wand gefahren ist, macht die Secunet jetzt auch nochmal ein Audit. Also man hat also quasi alle großen Player dabei und das sind halt alles quasi alles Firmen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern. Kurz das EGVP-Netzwerk. EGVP steht für elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach. Das ist quasi wie E-Mail. Und innerhalb dieser E-Mail-Dienste gibt es dann verschiedene Server. Also es gibt halt ein Netzwerk für BEN, das ist das elektronische Notarpostfach. Es gibt das BEA, das elektronische Anwaltspostfach. Es gibt Bürger-Clients, also jeder Bürger kann sich so einen kleinen runterladen, sich ein Konto erstellen und dann auch Nachrichten verschicken. Es gibt ein Web-EGVP, da kann man also über ein Webformular auch Dokumente an Gerichte schicken, auch über dieses Protokoll. Und dann gibt es noch das BEPO, das ist das besondere elektronische Behördenpostfach. Das funktioniert halt auf die gleiche Art und Weise. Im Grunde ist das so, dass man einen Sammeldienst hat, einen Identity Provider und da klickt man sich eine Safe-ID, das ist also quasi die ID, die einen Account identifiziert und dann kann man sich über Sammel bei verschiedenen Diensteanbietern anmelden. Das heißt, das ist quasi die Sammlung unten für die Accounts und die Server, die Postfächer anbieten und die Nachrichtenübermittlung sind davon getrennt. Weil das so schön ist mit so ID-Providern, hat man halt nicht einen LDAP, sondern hat davon drei. Und zwar hat man eins für die Notare, eins für die Anwälte und eins für den Rest, also für Drittanbieter, für die Behörden und für die Bürger. Da kommen wir später nochmal zu. Das Ganze ist ungefähr so aufgebaut, es gibt einen USCI-Transport-Layer. Das ist ein XML-Standard, der als, weiß ich nicht, XML-VPN bezeichnet wird. Ja? Also das ist halt quasi so ein riesen XML-Dings und da steckt man alles rein.
Und dann steckt man dazu noch ein paar Metadaten rein, dann hat man ein Applikationslayer, mit dem man halt strukturierte Daten austauschen kann zwischen verschiedenen Fachanwendungen, dass man halt zum Beispiel ein Gerichtsverfahren mit Metadaten und Verfahrensstand und Beteiligten und Zeugen und Adressdaten maschinenlesbar von A nach B kriegt. Und weil der E-Mail-Body quasi in den Nachrichten total egal ist, gilt bei diesen Systemen fast nur der Anhang. Also die Anwälte müssen immer ein PDF erstellen und das halt noch signieren und das PDF mit der Signatur mitschicken. Und der reine Nachrichtentext mit der Betreffzeile, wie man das von der E-Mail kennt, hat in diesem gesamten Rechtsverkehr nahezu keine Bedeutung. Von daher ist das sozusagen so ein Drei-Layer-Modell. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns angeschaut, wie soll das Ganze funktionieren, also was ist da so vorgeschrieben. Dann haben wir uns die Webseite angeschaut, was da noch so drauf ist. Und wir haben uns die Software angeschaut, die Anwälte runterladen und installieren müssen. Da gibt es halt eine Software, die für die Anwälte funktioniert. Wenn sie sich jetzt nicht für viel Geld eine Kanzleisoftware kaufen von einem privaten Anbieter. Es gibt sozusagen eine, die vom Staat bereitgestellt wird oder eine, die von der Bundesrechtsanwaltskammer bereitgestellt wird, um das BIA zu benutzen. Was wir gefunden haben, ist, wir haben Specs gefunden, die nicht schön waren. Wir haben ja, kleinere Lücken gefunden im Webserver und wir haben gesehen, dass die Client-Software angreifbar ist und nicht dem Stand der Technik entspricht. Also die war halt deutlich veraltet und hatte halt erhebliche Sicherheitsprobleme. Was wir nicht gemacht haben, ist, wir haben das BIA nicht gehackt. Wir haben keine Nachrichten mitgelesen, wir haben ja, die BIA-Server uns nicht genauer angeschaut. Wir haben auch die Krypto nicht geknackt. Aber, weiter. Wir haben uns die Krypto ja auch nicht angeschaut. Das haben andere gemacht. Da kommen wir später nochmal zu. Und zwar, ja, wir haben halt nur die Software runtergeladen und die uns angeschaut und geguckt, wie funktioniert sie eigentlich, was ist da so drin. Das heißt, wir hatten kein Code-Audit, wir hatten den Quellcode nicht vollständig vorliegen, wir hatten die Serverkomponenten nicht vorliegen. Das heißt, wenn die Probleme, die wir gesehen haben und gemeldet haben, wenn die behoben werden, heißt das nicht, dass alles toll ist, sondern das heißt bloß, dass die Probleme, die wir gefunden haben, dass die dann weg sind. Hoffentlich. Und wir haben insbesondere auch nicht übermäßig viel Zeit rein investiert. Also für einen wirklichen Code-Audit müsste man da ja schon irgendwie einiges an Zeit investieren. Wir haben irgendwie über ein Wochenende und noch ein paar Abende uns das Ganze angeguckt und halt das gemeldet, was wir gefunden haben. Also Ja. sowas wie zum Beispiel die Krypto, da sind wir überhaupt nicht zugekommen, uns die genauer anzugucken. Ja, es war also ein sehr oberflächlicher Test quasi. Aber wie es halt so ist, mit so oberflächlichen Tests, da gibt es halt meistens Komponenten, die sehen halt ganz gut aus, irgendwie so Standard-Libraries, die irgendwie gut gehärtet sind. Aber dann gibt es halt noch jede Menge Krams drumrum und das reicht ja meistens aus, um irgendwie Spaß zu haben. Von daher natürlich die erste Frage, was macht man, wenn man sich Software anschauen will? Man besorgt sich so viel Informationen, wie geht. Also haben wir angefragt, wir wollten nach dem Bundesdatenschutzgesetz wissen, welche personenbezogenen Daten werden da verarbeitet, wer hat da Zugriff drauf, wie lange werden die gespeichert und wie funktioniert das Ganze. Und wir haben gefragt nach dem IFG-Gesetz, was habt ihr für Akten? Also wir haben gefragt nach ja, Verträgen etc. Wir hatten über das BDSG rausgekriegt, es gibt da so Protokolle und Logdateien. Und die werden bis zu einem Jahr gespeichert. Das ist also quasi eine Vorratsdatenspeicherung, die man da irgendwie in die Protokolle reingeschrieben hat. Wir hatten gefragt nach Verträgen, nach Pflichtenheften, nach Mängellisten, Fehlerlisten und vor allen Dingen auch, welche Audits gemacht worden sind, also wie ist geprüft worden, dass die Software sicher ist. Ja, es kam raus, man wollte uns das halt nicht sagen, weil das ist halt irgendwie geheim. Also es sind Geschäftsgeheimnisse und auch Geschäftsgeheimnisse von der BRAG. Aber inzwischen wissen wir durch die ganzen veröffentlichten Dokumente, dass diese Ausrede halt nicht gezogen hat. Das heißt, sie haben einfach unseren Antrag falsch beschieden. Fand ich auch nicht schön. Wir haben aber ein paar Infos bekommen. Zum einen hat die BRAG vor der Abnahme der Software eigene Tests gemacht.
Ich stelle mir da vor, dass sie die installiert haben, gesagt haben, okay, die funktioniert ja einigermaßen. Aber die Fehlerlisten sind halt auch geheim gewesen und Geschäftsgeheimnisse. Man sieht ja auch sehr schön, wie sie überhaupt nicht unterscheiden zwischen Tests auf Security und Tests auf Funktionalität. Also ich bin mir nicht sicher, also das wurde irgendwie sehr durcheinander geworfen, ob denen absolut klar war, wo da der Unterschied ist. Ja, dann, es gab aber auch Sicherheitsüberprüfungen. Da hat man eine Firma beauftragt, die hat einen Pentest gemacht. Das Ergebnis ist ebenfalls geheim gewesen oder immer noch geheim. Und eine Offenlegung wurde nicht zugestimmt. Das heißt, wir wissen nicht, was damals gefunden worden ist. Und wir wissen auch nicht, wie viel davon oder ob überhaupt davon irgendwas gefixt worden ist. Ja, dann haben wir natürlich uns die Specs angeschaut, wie soll das Ganze funktionieren. Und da gibt es unter egvp.de so diverse Anforderungen, Handbücher, Standards. Da gibt es zum einen das OSC 1.2, das ist ja quasi dieser Transport-Layer, dieses XML-Format. Dann diese obskuren Anforderungen an Drittanwendungen. Und das sind sozusagen Anwendungen wie das BEA oder das BAN für die Notare oder auch das Behördenpostfach. Die sind sozusagen eigenständige Drittanwendungen innerhalb dieses Netzwerkes. Und an dieser Anwendung stellt man halt ganz besondere Anforderungen. Und das sah halt so aus nach clientseitiger Security. Also da gibt es super viele Anforderungen, wie sich der Client verhalten soll, was der Client prüfen soll und welches Verhalten der Client verhindern soll. Also die Software auf dem System des Benutzers. Und das bedeutet natürlich auch, dass wenn da jemand wie ich unterwegs ist, der sich vielleicht mit einem eigenen Client nicht so an die Regeln hält, dass man dann Überraschungen sehen kann. Da gab es zum Beispiel die schöne Regel, dass der Client sicherstellen soll, dass man eine Nachricht mit einem Bedienschritt immer nur an eine Person schicken darf. Also nicht CC an 2, 3 oder 100 Empfänger, sondern immer nur an eine Person schicken. Das war quasi ihre Art von Spam-Schutz. Das heißt, ich weiß, kleine Gerichte haben irgendwie so eine 2-Mbit-Leitung oder ein 2-Mbit-VPN zum Verwaltungsnetz. Ich weiß, ich habe zu Hause 100 Mbit. Das heißt, ich kann damit halt 50 Gerichte dauerhaft lahmlegen, wenn ich die mit Nachrichten bombardiere. Die werden halt damit beschäftigt, Nachrichten runterzuladen. Und das ist wirklich interessant, weil da kann es um irgendwelche Fristen gehen, die man dann irgendwie absichtlich dafür sorgen kann, dass die verstreichen oder sonst was. Ja, also das Sicherheitsziel Verfügbarkeit ist da halt nicht gewährleistet. Von daher hat man da versäumt, ausreichende Schutzmaßnahmen einzuziehen. Dann gibt es noch so schöne Regeln wie, wenn man so eine Anwendung schreibt, dann sollte man die zentralen Server nicht allzu oft mit Anfragen belästigen. Also Zeitabstände von 15 Minuten werden empfohlen. Ich habe gehört, wenn man die API-Server mit Anfragen bombardiert, dann gehen die auch in die Knie. Gibt nur eine Implementierung, die in allen Ländern benutzt wird. Also ist das so eine Monokultur von Software. Wobei sich zumindest der BEA-Client, den wir uns da angeguckt haben, sich nicht an diese 15-Minuten-Regel hält. Also ja. Man kann nicht nur alle 15 Minuten eine E-Mail abschicken oder empfangen. Ja, also ich glaube, es gibt keine Software, die sich an diese Regel hält, weil alle Anwendungen wollen ja, dass ihre Nachricht schnellstmöglich übertragen wird. Also wartet keine Software auf irgendeine 15-Minuten-Regel, sondern wenn sie was haben, dann kontaktieren sie den Server. Und Mail wäre auch einfach unbenutzbar, wenn man nur alle 15 Minuten eine Mail schreiben kann. Vor allem immer nur an einem Empfänger. Das heißt, wenn man an 10 Empfängern schicken will. Ja. Genau. Pop-ups braucht man natürlich auch. Also ist natürlich modernste Web-Anwendung. Deswegen muss man halt seine Sicherheitsanforderungen aus dem lokalen Rechner ein bisschen runtersetzen, um das halt benutzen zu können. Dann gibt es so Limits wie nur 60 Megabyte in Nachrichten. Das ist jetzt neu seit Dezember, seit dem 19. Dezember. Und zwar vorher war sie bei 30 Megabyte. Aber ich habe mir sagen lassen von Anwälten, dass es halt in den meisten Fällen auch noch nicht praktikabel ist, weil halt Anlagen deutlich größer sind, wenn man mal Bilder oder mal, weiß ich nicht, einen Plan von einem Grundstück hat,
Der ist halt in der Regel ein bisschen größer. Dann, achso, ja, wird der BEA natürlich für alle Betriebssysteme, die es so gibt, unterstützt, und zwar in den modernsten Versionen. macOS 10.11, Vista oder 7 oder 8 oder 8.1 oder auch OpenSUSE 13.2. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber OpenSUSE ist jetzt schon ein bisschen länger end of life, und OS X endet halt im Herbst. Das wird spaßiger, je öfter wir den Vortrag halten, weil umso näher kommt dieser Zeitpunkt. Ja, also falls wir den im Herbst nochmal halten, dann müssen wir die Folie anpassen. Dann gab es viel Wirbel um das Thema Ende zu Ende. Ja. Also die Bundesregierung hat gesagt, dass beim BEA die versandten Nachrichten Ende zu Ende verschlüsselt werden, in einer kleinen Anfrage des Bundestages. Und auch das Verfassungsgericht in Karlsruhe hat wohlgemerkt am 22.12., also an dem gleichen Tag, an dem das BEA ausgefallen ist, gesagt, dass der Übermittlungsweg mit sogenannter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung abgesichert wird. Das war quasi der Vortrag vor Gericht. Auch in der Begründung von dem Gesetz stand drin, dass das BEA Ende-zu-Ende ist und deswegen sicher. Also das war halt in der Begründung von der Klage gegen BEA, wo ein Anwalt das nicht einsetzen wollte. Und ja, da war die Begründung, ist ja alles sicher, ist Ende-zu-Ende verschlüsselt. Ist aber das BEA ja besonders, und zwar arbeiten Anwälte nicht nur alleine, sondern sie haben manchmal auch Partner oder Mitarbeiter. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht man, wenn man nicht alleine arbeitet? Oder was macht man, wenn man Mitarbeiter hat, die auf die Nachrichten zugreifen sollen? Da gibt es halt so eine Funktion im BEA, das heißt Umschlüsselung. Kannte ich vorher auch nicht, aber kann sich neue Wörter ausdenken. Im OSCI, in dem normalen Transportprotokoll, ist das halt so, dass das halt vorgesehen ist Ende zu Ende. Das heißt, die Gerichte verschlüsseln eine Nachricht mit üblicher Krypto, weiß nicht, RSA und AES. Dann gibt es da noch so eine Transportstelle, und die macht Transportverschlüsselung. Und dann geht es halt zum Empfänger, und der Empfänger hat den Schlüssel dafür und kann es entschlüsseln. So ist das OSCI-Protokoll aufgebaut, so sieht es das vor. Beim BEA hat man das ein bisschen anders gemacht. Da hat man das nämlich aufgeteilt in Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung. Weiß nicht, ob du das machen wolltest. Ja, kann ich machen. In dem Fall gibt es dann für jede Mail, die gesendet wird, die wird nicht direkt mit dem Schlüssel des Postfachbesitzers, des Empfängers, verschlüsselt, sondern die wird erstmal mit einem Postfachschlüssel bei BEA verschlüsselt. Das heißt, die Mail wird erst zu BEA gesendet. Dort geht das dann durch das Hardware-Security-Modul, was sie dort im Einsatz haben, durch und wird dann jeweils für einen der einzelnen Empfänger wieder verschlüsselt. Nach allem, was wir bisher erfahren haben, sieht das Ganze so aus. Wir verschlüsseln zuerst die Nachricht mit einem zufälligen Key, symmetrisch. Und anschließend verschlüsseln wir dann nochmal den Key mit RSA. Also das ist letztendlich ganz normales Verfahren, wie man Sachen verschlüsselt, einfach da man große Nachrichten nicht mit einem asymmetrischen Key verschlüsseln will, weil das viel zu lange dauert. Das Ganze ist aber wichtig für die Begründung, warum das Ganze End-to-End verschlüsselt ist aus Sicht von der Prag. Dann werden die beiden verschlüsselten Nachrichten, also einmal die verschlüsselte Nachricht und einmal der verschlüsselte Key, zur Prag gesendet. Die nimmt dann nur den Key, und die Leute, die das Ganze empfangen sollen, sendet das damit zum HSM. Im HSM wird dann der Key entschlüsselt und wieder verschlüsselt für die beiden Personen, die es empfangen sollen. Und dann wird die Nachricht und der Key jeweils zu den Personen geschickt. Und die Begründung, warum das Ende zu Ende verschlüsselt ist, war, dass die Nachricht bei der Prag ja nie entschlüsselt wird. Es wird nur der Key entschlüsselt. Zudem kommt natürlich, dass der Postfachschlüssel in dem HSM gespeichert wird und den per Design auch erstmal nicht verlässt. Das ist natürlich bei Hardware-Security-Modulen immer so eine Sache. Man will da eventuell auch Backups haben. Also es gibt
auch eine Prozedur, wie man dann darauf zugreifen kann. Die ist dann etwas komplizierter gemacht mit mehrere Mitarbeiter von der Prag müssen dann da irgendwie hingehen und irgendwie ihre einzelnen Keys angeben, damit man tatsächlich darauf zugreifen kann. Aber ja, entschlüsseln können sie es immer noch. Insofern, das mit dem End-to-End-Verschlüsseln ist so ein bisschen schwierig. Ja. Wie MD eben schon gesagt hat, der Grund, warum man das gemacht hat, ist, dass man es potenziell noch an Vertreter schicken muss. Oder ein zweiter Grund wäre, wenn der Anwalt, dem ich das schicken wollte, verstirbt, gibt es offiziell jemanden, der sich um seinen Nachlass, was das betrifft, kümmert. Und der muss dann ja auch in gewissem Maße Zugriff drauf haben. Aber prinzipiell ließe sich das machen, dass einfach für Vertretungen der Anwalt sagt, okay, ich will jetzt, dass ich von dem und dem vertreten wird. Also sagen wir, Bob will, dass er von Charlie vertreten wird. Dann signiert Bob eine Nachricht mit, hier, ich werde jetzt von Charlie vertreten, von dann bis dann bis dann bis dann. Und sendest das dann zu einem Schlüsselserver, den es sowieso gibt, wo der Postfachschlüssel im Moment hergezogen wird. Und dann könnte Alice einfach direkt schon beim Verschicken sehen, oh, das soll auch an die zweite Person, könnte sogar überprüfen, dass tatsächlich Bob diesen Auftrag gegeben hat. Und dann könnte man es tatsächlich zu Ende verschlüsseln. Das funktioniert natürlich nicht, wenn Bob plötzlich verstirbt, dann hat er niemanden signiert. Aber zumindest nach einer aktuellen Verordnung braucht der Nachlassverwalter auch nur Zugriff auf die Metadaten der Nachricht. Also dass da eine Nachricht ist von einer Person. Und die hat man hier sowieso nicht verschlüsselt. Insofern, für uns ergibt sich nicht so wirklich, warum man diese komische Konstruktion, die keine End-to-End-Verschlüsselung ist, überhaupt brauchte. Ja, es gibt halt keinerlei rechtliche Vorgaben, die es erzwingen würden, auf Ende-zu-Ende zu verzichten. Ich fand in einem, ich glaube bei Logbuch Netzpolitik gab es einen schönen Kommentar online, da hat jemand gesagt, das wäre ja sowas, also das Ende-zu-Ende beim BEA ist wie ein Direktflug mit Umsteigen. Das ist also sozusagen ein wenig Täuschung und ja, eine falsche Werbeaussage an der Stelle. Ansonsten das ja, EGVP hatte ich ja vorhin vorgestellt mit diesen ja, Servern, die sozusagen die Anmeldung übernehmen mit den Sammelkonten. Das ist ähnlich wie Login with Facebook oder Login with Google. Da kann sich auch jeder Bürger einen Account klicken und er kann sich seine Metadaten frei auswählen. Das heißt, ich kann mich meinetwegen Merkel nennen, ich kann mich aber auch nennen Amtsgericht Berlin-Mitte. Und dann tauche ich im Verzeichnisdienst auf. Und wenn dann die Anwälte suchen, dann finden sie mein Konto. Und die meisten Personen, die in Kanzleien arbeiten, sind jetzt nicht so darauf trainiert, zu prüfen, ob das jetzt ein Bürgerkonto ist oder ob das ein Konto ist, was von einer Behörde ist. Also ich glaube, per Default sind die nötigen Felder, um das zu unterscheiden, auch ausgeblendet. Das heißt, man müsste sich erst bestimmte Attribute einblenden lassen, um dann festzustellen, ob das jetzt ein Bürgerkonto ist oder ob das ein echtes Behördenkonto ist. Also der Worst Case wäre, dass ein Anwalt eine Klage einreicht und die halt nicht ans Gericht schickt, sondern an mein Konto zum Beispiel. Das finde ich halt auch ein Security-Problem, und zwar by Design. Das ist einfach halt nicht schön, das hätte man mit leichten Änderungen vermeiden können, dass man die ungeschulten Anwender auf so ein Sicherheitsproblem loslässt. Das andere ist diese Dateiformate. Also offene Standards sind dann nicht vorgeschrieben. Das heißt, man kann an die Anwälte eigentlich alle Nachrichten senden und für die gilt eine passive Nutzungspflicht. Das heißt, sie müssen zur Kenntnis nehmen, welche Nachrichten da eingehen. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal so eine E-Mail bekommen hat mit so einem Anhang, wo dran steht, weiß ich nicht, Klage.exe und ob ihr dann drauf geklickt habt oder ob ihr verpflichtet gewesen seid, drauf zu klicken oder ob ihr, weiß ich nicht, Dateiformate bekommt, die ihr noch nie gesehen habt. Das könnte ja auch schwierig werden. Von daher hat man da auch sozusagen von Seiten der Politik darauf verzichtet, die Nutzer ausreichend zu schützen. Nachrichten an Gerichte sind ein wenig reguliert. Da gibt es so ein paar Vorgaben, welche Formate man da benutzen darf und welche nicht.
so eine schöne Regel ist, PDF einschließlich PDFA, auch vom 19.12. Also PDFA ist dafür gemacht worden als Langzeitarchivformat, dass das Dokument auf allen Rechnern immer gleich aussieht. Und zwar heute, morgen und auch in 10 Jahren noch. Beim PDF kann man ja aktive Inhalte drin haben. Ja? Also Videos, JavaScript, externe Inhalte. Das kann auf einem Windows-Rechner anders aussehen als unter Linux. Das kann auch heute anders aussehen als morgen. Ich kann ja meinetwegen Inhalte von der Uhrzeit abhängig machen oder vom Benutzer. Oder ich kann sagen, in der Klage ändere ich die Zahl. Ich verklage sie auf 5.000 Euro oder auf 500.000 Euro, je nachdem, wer das Ganze gerade liest. Zwischenfrage? In dem Erlass steht wirklich drin, PDF einschließlich PDFA? Das ist ein wörtliches Zitat, deswegen die Anführungsstriche. Das passiert halt, wenn Juristen solche Texte schreiben. Die wissen halt nicht, was sie tun. Aber Klage mit Öffnungszeiten wäre doch auch mal was Neues. Ja. Man könnte natürlich auch beim PDF sagen, ich habe die Online-Version, und man kann natürlich bei PDFs auch eine Druckversion hinterlegen. Die könnte auch anders aussehen. Und das Problem ist, dass die Gerichte aktuell keine E-Akte haben. Das heißt, die eingehenden elektronischen Nachrichten dürfen sie nicht elektronisch speichern, sondern sie müssen sie ausdrucken. Das heißt, ich habe gehört, dass das OLG in Celle, die drucken irgendwie 9000 Seiten am Tag. Das heißt also, Digitalisierung bei den Gerichten heißt, sie kaufen Hochleistungsdrucker. Wenn man dann aber nicht prüfen kann, ob der Ausdruck auch zum Originaldokument passt, ist das vielleicht auch so ein Problem, was so die Rechtssicherheit beeinträchtigen könnte. Wie schon erwähnt, die Software, zumindest die Client-Software, die da zur Verfügung gestellt wird, ist frei zum Download verfügbar, also die kann man sich auch als Nicht-Anwalt runterladen, auch ohne vorher angemeldet zu sein. Das Ganze ist in Java geschrieben und aus Einfachheitsgründen haben wir uns mal den Linux-Client angeguckt, aber dank Java sollte das relativ identisch zu Windows und macOS sein. Ja, zum grundlegenden Konzept des Clients. Der Client läuft erstmal als Daemon im Hintergrund und macht den Port 9998 auf. Der Anwender, der jetzt eine Mail verschicken will oder so, geht erst auf die Webseite br-prag.de und drückt dort auf Anmelden. Und sobald er sich auf Anmelden klickt, versucht sich die Webseite per Websocket zum Port 9998 zu verbinden und lässt den Daemon dann ein Fenster öffnen, wo man dann über sein Zertifikat, das man besitzt, zeigen kann, dass man tatsächlich der Anwalt ist, zu dem man sich ausgibt. Ja, was das Ganze am Anfang macht, ist erstmal haufenweise Updates runterziehen. Und naja, hier wollten wir einfach mal die Menge der Libraries, die dort so verwendet werden, visualisieren. Und da sind halt auch direkt auf den ersten Blick ein paar schöne Exemplare dabei. Sowas, wo 2011 oder 2013 in der Versionsnummer vom JAR-File selber drin steht. Da muss man gar nicht mehr groß nachgucken, um zu wissen, dass da scheinbar länger keine Updates kamen. Oder auch so Sachen wie Log4j. Ja, das ist halt seit 2005 End of Life, gibt es keine Updates mehr. Ja. Also die Software ist 2014 beauftragt worden und sollte jetzt zum 01.01.2018 verpflichtend sein, lief aber auch schon im letzten Jahr produktiv. Das Problem ist, dass man diese Libraries oder auch andere, die kann man halt nehmen, bei Google eintippen und das Wort CVE daneben schreiben und dann hat man halt Treffer. Ja, aber erstmal nochmal zum Websocket zurück. Die Kommandos, die über den Websocket gehen, sehen ungefähr so aus, dass man immer erst ein Kommando hat und dann einen Payload. Der einfachste Kommando ist getVersion, mit dem einfach der Client seine Version zurückgibt. Da braucht man auch keinen Payload. Bei allen anderen braucht man allerdings eine Session-ID, die man erst nach der Anmeldung bekommt und mit brprag.de ausgehandelt wird. Dafür braucht man einen Account. Wir sind leider keine Anwälte, dementsprechend können wir keinen beantragen. Es gab allerdings noch einige Kommandos, die das mit der Session-ID, die dort im Payload übergeben wurde, nicht so ganz genau genommen haben.
Also beispielsweise gab es ein Identifier Yourself, wo die Session-ID immer konstant Base64 von Identity Yourself sein musste. Oder das Kommando Kill Current Instance, wo man als Session-ID Base64 You Need to Kill Yourself in LeetSpeak brauchte. Ja. Also das Resultat ist, wenn eine Webseite JavaScript ausführt, kann es dann per WebSocket Befehle schicken an den Java-Client, der auf dem eigenen Rechner läuft, und der Java-Client führt sie dann aus. Ja. Dementsprechend kann man damit eine wunderbare Denial-of-Service-Attacke bauen, indem man einen Anwalt auf eine Webseite loggt, wo man sein eigenes Skript am Laufen hat, schön im Hintergrund, damit es nicht auffällt, und das schießt halt immer wieder den Client ab, sobald er gestartet wird. Was auch wieder mit der Nutzungspflicht ja, zu Problemen führen könnte. Ja, dann gab es da sowas zum Thema SSL oder TLS, je nachdem. Also die User verbinden sich ja mit der Seite br-brack.de und das tun sie per HTTPS. Und damit sind halt auch nur SSL-Websockets möglich gewesen. Das ist inzwischen anders, aber bis dahin war es halt in den Browsern halt nicht vorgesehen. Sonst hätte man eine Mixed-Content-Warnung bekommen. Deswegen musste die Client-Software, von der man dann sozusagen Inhalte ja nachladen wollte, auch SSL sprechen. Die Techniker wissen jetzt, okay, das heißt, sie brauchen auch ein Zertifikat im Client. Das heißt, man hat sich eine Domain geklickt, brlocalhost.de, hat sie auf localhost auflösen lassen, damit das JavaScript mit dem lokalen Rechner überhaupt reden durfte. Weil ja die normalen Browser sagen, ein JavaScript aus der Webseite dürfte eigentlich nicht mit lokalen Ports reden, aber mit dieser Domain hat man eine DNS-Rebinding-Attacke halt gefahren, um halt sozusagen die Sicherheitsvorkehrungen im Browser zu umgehen. Und dann hat man sich ein Zertifikat gekauft, und zwar für brlocalhost.de. Das hat man bei der Teletrust gemacht, Quatsch, bei der Telesec, der Tochter von der Telekom. Dann hat man natürlich das Zert mit dem privaten Key in den Client eingebaut. Das Passwort dazu hardcoded in den Client reingeschrieben. Und natürlich, überall bei allen Anwälten das Gleiche. Und dann hat man den Client zum Download angeboten. Das heißt, man hatte für diese DE-Domain ein SSL-Zertifikat, was im Client war und was auf der Webseite stand, und jeder konnte es sich runterladen. Aber kostenlos. Das ist, Die haben bestimmt für ihr Zertifikat gezahlt. Also, haben sie kostenlos an alle Kunden weitergegeben? Ja. Das ist quasi Let's Encrypt für Dialoglossmögel. Ja? Zur Webseite, da gab es einen kleinen Hinweis von jemandem aus unserem Chaos, der meinte, da geht irgendwas. Das war wohl Cross-Site-Scripting. Da gab es so eine schöne Software, die war Open Source. Da hat man gesagt, okay, wir begrenzen mal die Länge, um Cross-Site-Scripting zu verhindern. Und hat die Grenze, die Länge auf 10 Zeichen begrenzt. Stellt sich raus, 10 Zeichen sind genug für Cross-Site-Scripting. War das nicht, es war nicht kritisch, aber das hätte halt auffallen müssen, wenn man Software vorher testet. Vor allem schön, sie wussten, dass da eine Möglichkeit zu Cross-Site-Scripting-Angriffen ist und haben halt gesagt, okay, unter 10 Zeichen schafft sowieso niemand. Ja. Gut. Dann kommen wir zum Thema, wer ist da eigentlich für was zuständig? Wir dachten, wir haben jetzt ein paar Lücken gefunden, wir haben das Zert gefunden, wir hatten Passwörter gefunden, wir hatten die Möglichkeit, Befehle an den Client zu schicken und da Dinge auszuführen. Und dann dachten wir, okay, wen melden wir uns eigentlich? Und das war ein bisschen komplex, weil der Auftraggeber war die BRAC, also die Anwaltskammer. Aufsichtsbehörde war das BMJV, der Hersteller war Atos, Betrieb war Atos. Für EGVP ist irgendwie jeder und nicht zuständig. Das sind so Bund-Länder-Behörden. Die sind irgendwie kaum aufzufinden und haben auch keine öffentlichen Protokolle oder Sitzungen.
Und halt noch diese Koordinierungsstelle für IT-Standards, Bund und Länder, die COSIT, die hat halt diesen Standard implementiert und auf den Hinweis, dass man ja sich beliebige Namen ausdenken kann für sein Konto, Amtsgericht Berlin-Mitte, war der Hinweis, ja, das soll ja auch so. Es soll sich ja jeder ohne vorherige Prüfung anmelden können und das ist ja vorgeschrieben. Und weil das vorgeschrieben war, war das auch vollkommen okay. Das heißt, da hat man klare Zuständigkeitstrennung gemacht und niemand hat darüber nachgedacht, was das für weitere Folgen haben könnte. Wenn man halt so Dinge melden möchte, fragt man sich natürlich vorher, könnte da was passieren? Ich meine, das waren ja alles Anwälte. Wir haben natürlich kurz überlegt, haben wir denn was Falsches gemacht oder haben andere was Falsches gemacht? Oder gefährden wir eventuell durch das Offenlegen von Lücken Dritte? Wir haben also gedacht, okay, Offenlegen von Lücken und die Anwälte haben die Software installiert. Ist also schon kritisch. Also haben wir gesagt, okay, wir machen das halt responsible, sagen, wir melden die Lücken erstmal direkt und veröffentlichen erstmal nicht, wie man es ausnutzen kann. Grundsätzlich, der CCC hilft natürlich Leuten, Dinge zu melden. Das heißt, falls ihr mal was findet, ich glaube, der Linus ist ja da vorne oder auch andere sind ansprechbar, glaube ich, die findet man ja, Sprecherteam, Presseteam oder mal Leute fragen. Die hatten ja auch in der Vergangenheit lustige Dinge, Bundestrojaner, PC-Wahl oder ein VDS-Gutachten, was da mal aufgetaucht ist. Ja, das ist vor allem hilfreich, wenn man einfach nicht direkt mit seinem eigenen Namen dahinter stehen will, weil es kann durchaus passieren, dass erstmal Menschen genervt davon sind, dass man da was gefunden hat und lieber versuchen, einen zu verklagen und dadurch irgendwie ruhig zu kriegen, als die Lücke irgendwie auszubessern. Ist manchmal auch günstiger. Ja. Aber das will man halt einfach nicht haben. Oder vielleicht hat man da irgendwo mal was im Arbeitsumfeld gesehen und möchte das mal sozusagen als Whistleblower irgendwo loswerden. Da gibt es sicherlich vertrauenswürdige Stellen, die sich darüber freuen. Und ja, ich denke, wenn es halt wichtige Dinge sind, also große öffentliche Projekte, dann ist es auch was für den Chaos. Natürlich kann man das auch an die Behörden melden. Es gibt ein Zertbund. Es ist ein Team, was halt in den normalen Arbeitszeiten zwischen 7 und 18 Uhr da ist, Cyber-Zwischenfälle zu melden und Dinge. Also die waren eigentlich recht engagiert und die waren auch mein erster Ansprechpartner, weil ich dachte, zur BRAC gehe ich halt nicht, weil die halt tatsächlich ja eine Sammlung von Anwälten sind. Und ich dachte, wenn eine Behörde die anruft und sagt, wir müssten da mal reden, ist das besser, als wenn ich da anrufen würde. Von daher habe ich zuerst mit dem Zertbund gesprochen und anschließend mit der BRAC. Die Zwischentöne, die da kamen, dazu kommen wir gleich nochmal. Auch an die Presse kann man sich manchmal wenden. Ist nicht in allen Fällen sinnvoll. Wenn es halt nur eine Kleinigkeit ist, dann kann man das vielleicht auch direkt im Admin melden. Es gibt da auch verschiedene Medien mit verschiedener Technikaffinität. Falls ihr Dinge findet, überlegt euch halt, wo ihr es hingibt. Grundsätzlich finde ich ja den Club eigentlich die beste Adresse für sowas. Natürlich denkt daran, E-Mail-Verschlüsselung und sowas. Wenn es halt was irgendwie kritisch ist, dann sollte man es halt nicht über unsichere Kanäle transportieren. Dann gab es da so eine schöne Regel, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die Browser Forum Baseline Requirements. Wenn ein Zertifikat, ein SSL-Zertifikat wegkommt, dann hat die Zertifizierungsstelle genau einen Tag Zeit, das zu sperren. Und das ist im Dezember leider auch passiert, weil ja das Zertifikat zum Download bereitgestanden hat, hat die Telekom dann die Nachricht bekommen, dass das Zertifikat weg ist und hatte halt einen Tag Zeit, das wegzumachen. Am 20.12., also kurz vor Weihnachten, beste Zeit für solche Meldungen, gab es die Informationen an die BRAC, an das Zertbund des BSI, an T-Systems Telesec und an Apache Delta Spike. Das war diese Java-Software, die der Server benutzt hat mit dem XSS. Also nochmal zum Hinweis, wir haben das nicht extra dann gemeldet, weil es kurz vor Weihnachten war und wir die alle ärgern wollten, sondern weil halt ab 1.1.2018 das verpflichtend wurde und ja, das ein Problem wäre, wenn plötzlich alle Leute das verwenden und es dann unsicher ist. Genau. Wir hatten halt sozusagen angefangen im Herbst uns anzuschauen, also
Die Anwälte mussten, glaube ich, bis Ende September ihre Karten bestellen, um die dann rechtzeitig bis zum 1.1. zu bekommen. Entsprechend hatte ich Freunde, die sich halt beschwert haben, dass sie jetzt das BEA benutzen müssen, und hatte halt im September die Beschwerden bekommen, dass es ja so hässlich ist und man sollte mal halt mal was tun. Und dann habe ich angefangen, mir das anzuschauen, und habe halt im Dezember noch ein paar Wochenenden drauf geworfen. Und daher war das halt eine zeitnahe, unverzügliche Meldung, nachdem ich die Lücken aufgeschrieben hatte quasi. Ja, dann ging halt die Meldung ans BSI, an die BRAC und an Apache und T-Systems. Einen Tag später, Apache Delta Spike patched. Also vielen Dank an den Entwickler dafür. Ich glaube, zwischen der Meldung im Bug-Tracker und dem Commit lagen 3 Stunden. Gut, ich meine, es war nur eine Zeile und man wusste ganz genau, wo es ist, aber ist ja auch mal was. Am 22.12. gab es dann so eine Entscheidung aus Karlsruhe, von der wir aus den Nachrichten erfahren haben. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass da irgendwas passiert, aber da gab es halt eine Klage von einem Anwalt, der meinte, dass das BEA sei halt unsicher und man sollte es nicht benutzen müssen. Und das Gericht war halt der Meinung, dass BEA ist sicher und deswegen gibt es halt eine Pflicht, das zu benutzen. Und dann hat Karlsruhe das entschieden und eine Pressemitteilung rausgeschickt. Und ja, eine Stunde später hat die Systems das Zert gesperrt. Dann gab es ein Newsletter, das Zert ist abgelaufen. Dann gab es ein Software-Update und man hat eine eigene Root-CA eingeführt, um das Zertifikat zu ersetzen. Und hat dann den Schlüssel für die Root-CA in die Software eingebaut und mitverteilt. Das heißt, anschließend waren die Rechner der Anwälte anfällig für SSL Man-in-the-Middle-Attacken, weil man natürlich mit so einer schönen Root-CA alles signieren kann, was so da ist in der Welt. Dabei war natürlich auch noch eine vollständige Anleitung, wie man dann dem Firefox beibringen muss, dass diesem Zertifikat vertraut wird, inklusive den Meldungen der Art, willst du das wirklich installieren? Eine Bank oder eine Behörde würde dir niemals sagen, dass du sowas installieren musst. Wegklicken. Also diese Anleitung war echt toll, die hatte glaube ich 23 Seiten mit vielen Bildern. Also die war halt echt dafür gemacht, dass es jemand macht, der halt sonst nicht mehr die Computerbild liest. Von daher war das halt ja für die meisten auch nicht mehr zu machen, kurz vor Weihnachten. Aber einige wenige haben es dann doch gemacht. Allerdings so ein Root-CA zu verteilen, ist halt auch keine gute Idee. Deswegen ist halt einen Tag später aufgefallen, das war es halt. Und dann hat man das wieder gelöscht und die Pressemitteilung ist verschwunden. Und dann gab es die Aufforderung, das wieder zu deinstallieren. mit dem Fun-Fact, dass man das ja gar nicht deinstallieren kann unter Windows, sondern man kann nur das Vertrauen entziehen. Das war irgendwie so ein bisschen komisch. Also wenn man Dinge in das Trust-Store reinschiebt, Linus. Gab es zu der Deinstallation oder zum Entzug des Vertrauens auch eine 23-seitige Anleitung oder war die 42 Seiten lang? Die war, glaube ich, ein wenig länger, ja, tatsächlich. Ich habe aber die genaue Zahl nicht im Kopf. Da hinten, ja? Sie hätten ja gar nicht den Key dazu geben müssen, oder? Also die private CA ist ja auch erstmal gar nicht so schlimm. Naja, Sie haben halt wieder ein Zertifikat reingepackt. Damit das halt wieder geht, brauchst du auch den Private Key und sie haben halt vergessen oder wussten nicht, dass es eine schlechte Idee ist, das CA-Bit in diesem Zertifikat zu setzen. Also das sind halt zwei, drei Fehler. Zum einen haben sie halt in ihrer CA das CA-Flag gesetzt, sodass es halt für alle anderen Domains auch gilt. Und sie haben an alle Anwälte wieder das gleiche Zertifikat verteilt mit dem gleichen Key, sodass ich natürlich bei anderen Anwälten den Schutz von SSL nicht mehr habe, wenn alle anderen auch den privaten Schlüssel haben. Also das, man hätte sozusagen pro Anwalt ein eigenes Zert generieren können oder so. Ja, aber es wäre schon... Also oder einfach das auf das SSL an der Stelle zu verzichten, weil es halt lokal ist. Aber ja, das CA-Bit war einfach nur ein Fehler von denen. Also da war kein Grund dahinter, gehe ich stark von aus, also das zu machen. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, weiß ich nicht, da hat... irgendeiner am 22.12. Freitags, bevor Weihnachten ist, einen Auftrag bekommen, macht, dass es wieder geht.
Und er wusste halt nicht genau, was er tut oder so. Oder es gab keinen zweiten, der drüber geguckt hat. Nach Weihnachten oder zum Kongress gab es dann die schöne Pressemitteilung, dass eine nicht zur Anwaltschaft zugelassene Person, also das wäre halt ich, das Zertifikat oder das System kompromittiert hätte. Das klang erstmal komisch und ich dachte, okay, in welche Richtung läuft das jetzt? Wollen die mir irgendwas? Gut, war ja Kongress, waren viele gute Leute da. Dann hat man später auch mit der Brack gesprochen. Das war nicht böse gemeint, sie haben die Formulierung von einem Berater übernommen. Also, sie wussten nicht, was sie tun. Ich weiß auch nicht, ob das dann besser ist. Dann gab es am 26.01. einen Beaton. Ja, also das war ein Treffen, zu dem wir unter anderem eingeladen wurden und halt alle, die an dieser gesamten Geschichte von BEA interessiert waren. Interessanterweise ohne Hersteller, die waren auch eingeladen, aber die wollten nicht kommen. Was die Diskussion aber eigentlich angenehmer gemacht hat aus unserer Sicht, weil wir hatten dann wenig Gegenrede zu, wenn wir gesagt haben, dass irgendwas so nicht so schön ist. Beziehungsweise man drehte sich nicht im Kreis um Verteidigungs von Dingen, sondern wir konnten einfach 4-5 Stunden lang Sicherheitslücken auflisten und am Ende hatten sie eine lange Liste von Dingen, die sie sich anschauen könnten. Ja, und das Ganze war dann halt ja eine größere Diskussion über die Probleme, was man dafür für Lösungen finden könnte. Durchaus auch ab und an, welche Probleme jetzt tatsächlich Probleme sind. Beispiel End-to-End-Verschlüsselung haben wir angesprochen. Da kam dann erstmal die Rückmeldung. Also wir haben gesagt, das ist keine End-to-End-Verschlüsselung. Warum nennt ihr das End-to-End-Verschlüsselung? Dann kam erstmal die Rückmeldung, dass End-to-End-Verschlüsselung doch kein rechtlich geschützter Begriff wäre. Und dann aber das war, glaube ich, eher eine Einzelmeinung. Am Ende hieß es dann doch, dass man doch eher die Definition übernehmen sollte, die im technischen Bereich im Allgemeinen üblich ist. Ja. Genau, also unsere Position, die wir da sozusagen als Chaos Darmstadt vertreten haben, die haben gesagt, das ist keine End-to-End-Verschlüsselung. Die haben gesagt, mehr Open Source wäre cool, also Public Money, Public Code. Wir haben gesagt, auf Standards setzen, offene Standards und auf sichere und offene Formate. Also ich dachte, das war so ungefähr in Clublinie und haben gesagt, okay, also PDF statt PDFA oder PDFA statt PDF oder Dinge, die halt nicht explodieren können, wenn man sie anklickt. Ja, und das mit Standards halt, sie haben letztendlich Mail neu implementiert und PGP neu implementiert und dieses ganze OCSI, war halt sehr komplex. Man hat sehr viel selbst geschrieben und umso mehr man schreibt, selbst wenn man es irgendwie versucht, sicher zu schreiben, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schief geht. Also der Use Case war ja quasi, eine Nachricht von A nach B zu kriegen. Und das ist jetzt nicht nur für Anwälte ein Problem oder für Notare oder Gerichte, sondern auch für Ärzte oder für Bürgerämter oder für Ausländerbehörden oder für nahezu alle anderen Stellen. Also so ein Nachrichtendienst, Nachricht von A nach B und das sicher, ist jetzt nichts, wofür man so eine Spezialanwendung braucht für 20 Millionen Euro, sondern da könnte man ja vielleicht auch Dinge benutzen, die andere Leute auch schon benutzt haben. Jetzt zum Stand, die Secunet macht noch ein Audit, es gibt ein Audit zu dem Client, das läuft bis Ende März, der Rest soll noch bis Mitte Mai laufen, das heißt, das BI wird wahrscheinlich nicht vor Juni wieder laufen. Und dann könnte man sich natürlich später überlegen, gibt es sowas wie BA Plus oder BA 2.0, weil jetzt hat man 4 Jahre gebraucht, um dieses BA zu bauen und auch in 4 und 5 und 10 Jahren sollte es ja immer noch eine BA-Version geben, die dann auf den 2022 laufenden Betriebssystemen funktioniert. Also es war so, erstmal wollen wir möglichst schnell wieder eine BA-Version am Laufen haben, die halt halbwegs sicher ist und die strukturellen Probleme, die da teilweise dahinter stecken oder Dinge, die man einfach verbessern könnte, sollen dann in einem zweiten Schritt kommen. Ja, falls die halt kommen, mal gucken. Status quo ist, die Gerichte können keine Nachrichten an BEA-Konten schicken. Das heißt, die Anwaltschaft, die verpflichtet ist, Nachrichten entgegenzunehmen, kann es nicht benutzen.
Das führt auch für die aktuell zu keinen rechtlichen Folgen. Von daher ist es soweit okay. Aber es gibt noch sowas wie, wir können ihnen wieder den Zugang gewähren. Und zwar gibt es ein Schulungssystem unter schulung.bh-brack.de. Und dafür muss man aber wieder die kompromittierte RootCA installieren. Aber dort steht weiterhin, stehen weiterhin die Client-Versionen zur Verfügung. Man kann sich frei runterladen. Da fehlt übrigens ein S bei HTTP. Wenn man das so aufruft, funktioniert es nicht. Wenn man das HTTPS eingibt, funktioniert es. Und ja, wer sich mal diesen Client anschauen wollte, da kann man ihn runterladen. Okay. Genau. Dann Bonus. Also es gab da mal so eine Meldung, und zwar gab es da das OSCI, also die Transport Library. Das ist so eine Java Library, und da gab es eine verwundbare Version, das war die 1.6.1, und die gefixte Version ist die 1.7.1. Da gibt es so drei CVEs dazu: Padding Oracle, Signature Wrapping und XSE. Das ist also quasi Code Execution, Zugriff auf Filesysteme und andere so. Impact ist da eher so critical. Wie ihr schon seht, CVE 2017, das war nicht im Dezember. Found Januar 2017, und vielen Dank an diese Menschen. Das war die Firma Seconsult, die hat sich das Ding mal angeschaut. Die haben nämlich am 16.01.2017 das CERT-Bund kontaktiert, das BSI, und denen Bescheid gesagt, es gibt da ein Problem. Und dann hat das CERT-Bund die Hersteller informiert und gesagt, da ist ein Problem. Und dann hatte man da einen mehrmonatigen Disclosure-Prozess. Da gab es zum Beispiel am 23.03.2017, also jetzt quasi ein Jahr her, eine Telefonkonferenz zwischen dem BSI, der Firma Governicus und der COSIT. Und sie haben gesprochen über die Risiken und das Fixen von diesen Problemen. Hatten dann auch schon quasi das Update, was dann am 30.06. veröffentlicht worden ist. 30.06.2017 ist also schon ein wenig her. Am 30.06. gab es auch dann das Public Release von dem Advisory und den Hinweisen dazu, was da so für ein Problem ist. Da gibt es eine Funktion, die nennt sich Read Object, die liest serialisierte Java-Objekte, und da kommt man halt Spaß haben, indem man dort halt ja aus Daten wieder Code macht, Turning Data into Code. Da gibt es ein schönes Paper zu aus 2016, wie man ja, Property-Oriented Programming betreibt, also mit Hilfe von Attributen sich einen Code zusammenstückelt. Das heißt, es gab den Hinweis, as soon as possible auf diese Version zu updaten, und wie ihr gesehen habt, in der Telefonkonferenz war auch die Firma Governicus. Der BA-Client, der auch von dieser Firma stammt, wurde nicht geupdatet. Die gleichen Lücken, die dort schon seit über einem Jahr bekannt waren, habe ich dann im Dezember nochmal gefunden. Das war mir auch erstmal nicht so bewusst, aber die Java-Lücken, dass man dort Java-Objekte hinschicken kann und dass dann das JDK die ausführt und dass da keine weiteren Komponenten für notwendig sind, war halt bekannt und hat man nicht behoben. Das war halt massiver Fail auf Seiten der Softwarehersteller. Und ich meine, auch das BSI wusste es und auch die COSIT, also die Bund-Länder-Kommission. Und wenn man sich anguckt, wer benutzt das OSCI eigentlich, dann kann man alle Nutzer und alle Hersteller an einer Hand abzählen. Und sie haben es nicht geschafft, alle Nutzer zu informieren. Oder zumindest, wenn sie sie informiert haben, dann haben die Firmen nicht reagiert und den Kram geupdatet. Fragen? Wir hätten noch ein paar Minuten, aber ja, ich hätte mal eine Frage zum Umschlüsseln, so ein konstruktiver Vorschlag. Man kann ja Mailinglisten eigentlich auch verschlüsseln. Wäre es so eine Option, wie man es angehen könnte? Ja, das wird meines Wissens von Schleuder genauso gemacht, dass man per GPG, also dass man eine Mail mit dem GPG-Key der Schleuder
dorthin sendet, der wird dann entschlüsselt und wieder für alle Empfänger verschlüsselt. Das ist quasi das Gleiche in grün. Aber es, wenn man das clientseitig betreibt, quasi als Endpunkt in der Kanzlei, wäre es halt dann wieder Ende zu Ende. Das ist ja quasi mit dem HSM auch als man in the middle in der Mitte drin. Also ist jetzt nur das BIA so schlimm oder ist auch das Notarpostfach so schlimm oder, wie es in Behördenkreisen heißt, das BEPO sei nicht das BIA und damit kein Problem? Also zum einen, wir haben uns weder das BEPO noch das BEN genauer angeschaut. Beim BEN ist es halt auch leider auch so, dass die es gibt keine API dafür und die einzige Möglichkeit, da ranzukommen an die Server ist, wenn man schon in diesem Notar-VPN drin hängt, also in so einem internen Netz. Das heißt, man kann gar nicht als Externer mit dem Server spielen. Das hat das Anschauen ein bisschen schwieriger gemacht. Aber da soll ja demnächst eine API kommen, das heißt, da freuen wir uns auf Neues. Von der zuletzt erwähnten Bibliothek mit seit einem Jahr bekannten Sicherheitslücken, war da wenigstens die Version 1.6.1 in BEA drin oder auch noch eine ältere Version? Es war die 1.6.1, es war quasi die, die halt seit x Jahren jetzt die aktuelle war und erst nachdem man halt massive Dinge gefunden hat, hat man halt ein Update rausgebracht. Aber dass die Firma, die das Update rausbringt, dann halt nicht ihre anderen Produkte patcht, ist halt schon irgendwie bemerkenswert. Als die BRAC könnt ihr jetzt effektiv die Mails entschlüsseln. Könnt ihr damit jetzt irgendwas Böses anstellen, wie jetzt zum Beispiel eine Überwachung, oder wäre das einfach nur schlecht, weil sie die E-Mails lesen könnten? Also natürlich gibt es halt theoretisch die Möglichkeit, dass man an zentraler Stelle die Nachrichten entschlüsselt und ausleitet, so eine Art TKÜ-Maßnahme, also Überwachungsmaßnahme. Aber es gibt natürlich auch andere Sicherungsmaßnahmen, da müssen mehrere Mitarbeiter beteiligt sein und so. Aber das ist halt quasi das Sicherheitsversprechen und das kann keiner prüfen. Also ich kann jetzt nicht ins Rechenzentrum halt reinlaufen und gucken, wie ist das Ding eingerichtet, ist das fehlerfrei eingerichtet, funktioniert das fehlerfrei. Das ist halt quasi abgeschlossen und das kann keiner überprüfen. Und klar, das ist genau der Punkt, warum überhaupt so viel Aufwand darauf gesetzt wurde, weil die Anwälte halt wollen, dass sie zum Beispiel auch mit ihren Mandanten in einer sicheren Weise kommunizieren können oder auch zum Gericht in einer sicheren Weise kommunizieren können. Da sind ja unglaublich viele sensitive Daten dabei. Und ja, dementsprechend sind da auch einige Anwälte auf jeden Fall irgendwie nicht so begeistert darüber, wie das Ganze läuft. Also ich stimme da absolut zu, dass das so sein sollte, dass das sicher ist. Aber beispielsweise die Post könnte auch überwacht werden zwischen Anwälten und Mandanten oder irgendein Sicherheitsdienst, Verfassungsschutz, wer auch immer, könnte auch in eine Kanzlei eindringen, um irgendwelche Daten mitzunehmen. Ja, natürlich gibt es kein sicheres System. Nichts ist hundertprozentig sicher. Gleichzeitig kannst du aber auch einen Briefumschlag einfach direkt persönlich im Briefkasten abgeben. Das ist auch relativ sicher. Und bei dem BEA hast du halt quasi alle Post, die durch einen Rechner läuft oder durch einen Knotenpunkt quasi, während du ja bei der Post mehrere tausend Postmitarbeiter hast mit verschiedenen Verteilzentren. Das halt vollständig zu überwachen, ist halt auch ein bisschen logistisch schwierig. Ja, wobei natürlich auch sowas wie Fax zum Beispiel ist ja eins der Medien, die man für sowas verwenden könnte. Klar, das ist immer die Argumentation der anderen Seite, dass selbst dieses System tendenziell mehr Sicherheitsfeature hat als die alten, aber ja, umso digitalisierter, umso einfacher ist es im Allgemeinen, möglichst viele Daten auch möglichst unbemerkt zu sammeln. Okay, dann Dankeschön. Ja.